Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Gedes Nähstunde. Ich habe vor ein paar Tagen meine Stoffe durchgesehen und da fielen mir diese kleinen Stoffreste in die Hände und da habe ich mir überlegt, dass ich daraus eine Dekoration zum Muttertag nähen könnte. Und zwar eine Deko aus Herzen zum Anhängen. Ich brauche dafür einmal eine Schablone. Dazu habe ich mir ein Herz auf Pappe aufgezeichnet und ausgeschnitten. Dann brauche ich 6 unterschiedliche Stückchen Stoff, also mit unterschiedlichem Muster, die so groß sind, dass ich das Herz da drauflegen kann. Und dann brauche ich 3-mal dünne Flieseline zum Aufbügeln und ich brauche 3-mal Bonderweb. Und dann kann ich mir aus den Stoffrestchen aus der Flieseline und dem Bonderweb 3 Herzen machen, wobei jede Seite einen unterschiedlichen Stoff hat. Also dieses Herz sieht jetzt von der einen Seite so aus und von der anderen Seite sieht es so aus. Und dann nehme ich ein Stückchen Stoff. Dann bügel ich das einmal und dann lege ich auf die linke Seite die dünne Flieseline zum Aufbügeln und dann bügel ich die Flieseline da einmal fest. Dazu drehe ich das um und dann kann ich die Flieseline einmal auf der linken Seite des Stoffes festbügeln, nachdem die Flieseline aufgebügelt wurde, auf die Rückseite eines Stoffstückchens nehme ich Bonderweb und bügel über die Flieseline, also auch wieder auf die linke Stoffseite, einmal das Bonderweb auf. Flieseline und Bonderweb habe ich jetzt auf dieses Stoffteil aufgebügelt. Jetzt kann ich die Schutzschicht von dem Bonderweb abziehen. Dazu nehme ich den Nahttrenner und ritze das einmal vorsichtig ein. Und dann kann ich das Bonderweb so abziehen. Dann nehme ich den Stoff, den ich mit diesem Stoff kombinieren möchte, lege den hier auf das Bonderweb und dann kann ich den Stoff hier so festbügeln. Und anschließend kann ich mein Herz auflegen, da einmal mit einem Stift drumherum zeichnen und dann kann ich das Herz ausschneiden. Und so mit dem Bonderweb und mit der dünnen aufbügelbaren Flieseline mache ich mir dann 3 Herzen. Also auf die linke Seite eines Stoffstückes erst die dünne Flieseline aufbügeln, dann das Bonderweb aufbügeln, dann die Schutzschicht abziehen vom Bonderweb und dann auf dieses Bonderweb den Stoffrest auflegen, rechte Seite nach oben, wieder festbügeln. Und dann wieder ein Herz auflegen, aufmalen, ausschneiden und schon ist das nächste Herz fertig. Und nun nehme ich meine 3 Stoffherzen und lege die so übereinander und nähe die dann hier in der Mitte einmal mit einem ganz normalen Geradstich mit Stichlänge 3 zusammen. Bevor ich anfange zu nähen, ziehe ich den Ober- und Unterfaden ein Stück aus der Nähmaschine heraus und lasse den hier oben liegen. Dann kann ich mir aus dem Faden gleich eine Aufhängung machen und wenn ich hier unten ankomme und habe das hier zusammengenäht,
dann lasse ich auch so mindestens 30 cm Faden und schneide dann erst ab, dann kann ich hier unten noch ein paar Perlen anhängen. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass man sich die Herzen etwas zusammenstecken muss, bevor man die zusammennäht, damit die nicht verrutschen beim Nähen. Hier oben habe ich mir ein bisschen Nähgarn gelassen, damit ich da eine Aufhängung machen kann. Und hier unten habe ich so ungefähr 40 cm nach dem Nahtende erst das Garn abgeschnitten. Dann kann ich hier unten noch ein paar Perlen anhängen. Und jetzt kann ich die Kloverclips abmachen und mache hier unten dann ein paar Perlen dran. Ich habe hier noch so ein paar Reste, die kann ich für diese Herzen ganz gut nehmen. Nachdem ich die Perlen unten angeknotet hatte, habe ich die Herzen noch einmal übergebügelt und etwas auseinandergezogen und damit ist die Herzdeko schon fertig. Kann man ja jetzt gut zum Muttertag verschenken oder zum Muttertag dekorieren, aber es gibt ja viele Anlässe, wo man mit Herzen dekorieren möchte, Geburtstag, Hochzeit, und man kann auf diese Art und Weise auch prima Stoffreste verarbeiten. Hier habe ich die drei Stoffherzen alle aus dem gleichen Stoff zugeschnitten. Ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut, wenn alle Stoffseiten gleich aussehen. Und da habe ich unten keine Perlen angeknotet, sondern aus den Restchen, die beim Ausschneiden der großen Herzen übrig geblieben sind, habe ich so kleine Herzen ausgeschnitten und die unten einfach mit angenäht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr die Herzen nachnähen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!